Warum ist das Audio teilweise so leise? So leise? Doch, die 2%, die werden es jetzt richten. Keine Probleme mehr. Guaranteed. Queen's Guide. Sind wir jetzt Schach oder was? Ne, warte mal. Das ist eine andere Reference. Neuling, keine Sorge. Die Trottel am Tisch können mich nicht hören. Hier unten sind nur wir. Hey, ich weiß. Mehr Sounds. Ich der Schurke bin, aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Mehr Sound. Mehr Sound. Mehr Sound. Nicht, dass du Glück bräuchtest. Hab ich recht. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Das sind meine Automaten. Warte mal. Herr Markus? Was haben wir da? Magic. Warsmith. Objekt des Tages. Gleiches Prinzip, andere. Gib dein Gold am einzigen Automaten aus, der den Segen der Königin hat. Nee. Hättest du das nicht im Verlies lassen können? Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht. Hättest du das nicht im Verlies lassen können? Habe ich gerade Waffen verkauft, die ich besitze? Ich kann wirklich alles verkaufen anscheinend. Nee, das schaut alles passend aus. Nein, passt schon, passt schon. Ja, passt schon, passt schon. Was haben wir da? Eine Axt. Sieh an. Kundschaft. Ich will nur Schusswaffen. Ich will nur Schusswaffen. Das Ding. Habe ich Geld? Ich hab Geld. Ja. Kann man nichts machen. Was haben wir hier? Wenig Geld. So, Tasten. Muss richtige Tasten treffen. Wo sehe ich meinen Schaden? Langsam Feinde. Hier, der hat nichts. 122. Probieren wir mal so. Hat das was gehabt? Schaut nicht so aus. Okay, verstehe. Verstehe. Wir nehmen die andere Waffe auch noch mit als Ersatz. Ob wir wieder in diese Bobblehead. Ihr seid jedoch nicht die einzigen Neuankömmlinge. Eine gewaltige Skelettarmee belagert die Stadt! Katapulte! Skelette! Skelettschiffe! Bumm, verdunkelt den Himmel! Cool. Und dann habe ich noch gesehen, dass der Regenbogen aufgestellt wurde. Nein, kann nicht mithelfen. Sorry, Jungs. Sind doch keine Skelette. Das sind doch Menschen. Nach links unten. In die Schlacht. Nachtwache. Hier kein Feind. Ja, verflucht mich doch jede Episode. Habt schon recht. Warum auch nicht? Ja, wir wissen es, ich bin verflucht. Da, das Eis ist im Garten mir mehr gefallen. Wer will mich noch verfluchen? Irgendjemand noch? Headshot-Boden gibt es dann. Boden, Headshot-Boden. Dann hat jeder am liebsten den Headshot-Boden. Ich bedauere nur eins, dass ich Knochen nicht habe. Ich weiß nicht mal genau, was er gesagt hat, aber es hat mich überrascht. Wie einen Poncho tragen. Da! So? Wie schaut der Tod denn aus hier? Noch Horitis. Ja, ich glaube, Eis ist schon mal gut. Ich glaube, irgendwo habe ich eine Liste gesehen.
mit den besten Waffenelementen. Ich glaube, Eis. Feuer war weit oben. Ich hatte noch so viel vor in meinem Nichtleben. Noch irgendwas. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knochenhart. Noch ein Horz an die Jungs. Ah, ich freue mich schon auf andere Sprüche. Ich freue mich auf, Tiere, Monster, die nicht reden. Jetzt haben wir die Oberhand. Du bist bereits tot. Du weißt nur noch das Fass. Ja, bitte. Das gefällt dem Skillet. Okay. Wir sind noch nicht tot. Ich hatte ohnehin genug von der sterblichen Ebene. Ein Zauber! Oh, der ist eingefroren. Was habe ich da beschwört? Einen kleinen Wurm. Gott sei Dank. Ich muss ja mal durchbrechen hier. Loot. Ach, Loot. Ach, alles Loot. Ich sehe dich, Loot. Hui. Komm zu mir. Die Armbrust war letztens, glaube ich, nicht so schlecht. Wir probieren uns mal durch alle Waffen durch. Ich glaube, auch bei den Violetts. Ich glaube, Spezifieren brauchen Spezifieren. Ah, reden brauche ich auch nicht. Einfach still sein. Einfach still sein. Spezifikationen. Wenn wir uns Fingerhuter Baumwipfel. Was auch immer das heißen soll. Warte mal, das ist doch die Waffe, die wir früher schon gehabt haben. Warum ist das durchgestrichen, das Teil? Ich bin verwirrt. Und wir einfach, ob wir was Besseres hier haben. 46, 47. Nein, nicht wirklich. Du, wenn die Dias täuschen. Ah, das schaut besser aus. Das schaut besser aus. Langsam Feinde. Da, wir haben wir ein bisschen Eis. Sind ja ein eisiger Typ. Eine einsame Gestalt, die alleine gegen die endlosen Horden von Skeletten ankämpft. Katzi. Seine Rüstung trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike! Wer? Wer? Da ist. Wo ist Firehawk? Hey, du, Zivilist! Hierher! Spielt den Firehawk. Der wird doch nicht tot sein in diesem Spiel schon wieder, oder? Spoilers. Sich opfern. Jo, was geht? Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Ich wusste gar nicht, dass Paladine so viel fluchen. Sonst hätte ich mich auch verpflichtet. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Ei. Der Dragonlord ist zurückgekehrt. Ich habe es selbst gesehen. Der Dragonlord? Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina. Aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay. Guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut. Hier, nimm dieses, Fanta C4. Fantastische 4? C4? Boom. Das sind ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft. Let's go. Mach auf. Keine Unterstützung, kommt er nicht mit. Ah doch, er kommt hier da, mit. Das Katapult ist direkt voraus. Viel Glück auch.
den Teil habe ich echt vermisst. Ist lange her, seit ich was erobert habe. Nach so ein paar Jahrhunderten braucht man das einfach mal wieder. Ja, das ist ein Ding, macht am meisten bei mir. Was hat's drauf? Ein Pin ist super. Gefällt mir schon. Bin Mr. Freeze, eindeutig. Ja. Das macht Laune, das Freezen. Hey, Mr. Freeze. Komm mal runter da vom Dach. Ich bin hier unter dir looten. Ich werde dein Gehirn fressen. Nicht aus Gier, ich bin kein Zombie. Mein Untod flackert vor meinen Augen. Verbraten wir mal ein paar Zauber. Skelette erscheinen, als ihr euch dem Katapult nähert. Ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Sie verpachte mich, ich bin so verwirrt. Ist das... Wow, ja, ich werde von oben angeschossen. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem. Wo ist also der Typ? Ich schätze mal, das ist ein positiver Buff für mich. Das ist besser erledigt. War außer Reichweite. Yes. Das heißt, das SMG hat am meisten Bock bis jetzt. Als andere. Ich loote Skelett. Jetzt hier. Halte bloß ausreichend Abstand. Ja, ja, verstehe. Wir wollen doch nicht sterben. Explodiert in Glitzer und Regenbogenstücke. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Ja, bitte. Akzent. Immer Akzent. Die Wahl ist einfach. Gibt es Akzent? Nenn mal Akzent. Ach, kann ich in Bauerndialekt dieses Let's Play machen? Und ein bisschen bauen. Wir durchbauen des Spielers. Wollen Sie Spieler? Ist ein gutes Spieler. Ich sollte mir ein paar andere Dialekte auch noch zulegen. Aber ich habe gerade nichts. Schon bald wirst du zu uns gehören. Einer von uns. Ein Sniper. Ja, das sind die Pisten. Ja, ja, ich weiß. Ihr habt coole Sprüche. Sehr cool. Das ganze Budget ist in coole Sprüche gegangen. Was willst du? Tolle Waffe. Gute Explosion. Ah, es ist ein Eisboden. Verstehe. Was? Mein Kopf tut endlich weh! Mir kalt! Ihr Helden bringt mein Blut zu uns bereits schon! Du weißt es nur noch nicht! Oh, die Geräusche! Da schießt noch wer auf mich! Glaubt er den Vernies? Falsche Taste zum kein Zombie. Ah, oh, just shut up, mate. Ihr redet so viele Skeletons und das an der Zunge. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Eigentlich beeindruckend. Was haben wir bekommen? Das war der Sniper, den ich gekauft habe. Die Sniper ist neu.
Gehen wir mal den neuen Sniper testen. Wow. Quickscope Sniper. Vielleicht sollte ich nicht snipern. Oh. Lieber. Okay, wird schon besser werden. Oh, ich habe in Call of Duty hauptsächlich Shotguns gespielt. Ich glaube, in allen Spielen, die ich letztens gespielt habe, egal ob es Outriders ist, immer Shotgun. Ich stehe auf Shotgun spielen. Das ist ziemlich schnell alles dann. Run and gun ist meins. So, was wollte ich jetzt noch anschauen? Warum kann ich das nicht nehmen? Habe ich das schon mal genommen? Jungs, Bildgefährte. Giftschaden. Was brauche ich dafür? Ah. Was wollte ich noch? Kritischer Schaden. Hilft dir nichts, wenn ich Crit-Chance nehme und keinen kritischen Schaden. Dann her damit. Was habe ich jetzt da genommen? Habe ich was genommen? Ja, habe ich. Okay. Sollte mich nicht zu viel verirren lassen. Verdammt! Sie haben das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüberkommst. Das ist ein viel zu großer Sprung. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Hey, Finger weg von den Figuren. Aber euch mit dem Katapult zu schleudern, ist cool. Also lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Aus meinem Schädel. Der Glücksfaktor steigt. Das heißt gute Loot, oder? Das ist genau, was das heißt. Ja, mit der guten Loot. Ich will gute Loot. Ich will gute Loot. Deswegen bin ich hier. Mach dich bereit, erstaunt zu sein. Und tot. Oh. Mehr Dialekte braucht das Spiel. Mehr Dialekte. Und mehr komisches Gestöhne. Gibt es noch was? Weißer Loot lebt da noch. Bra. Da ist was gedroppt worden. Oh, ich schwebe schon wieder in Überloot. Ich hab das Pferd gehört. Die Stack. Hört ihr es? Das ist Stack. Wieder ein Glückswürfer. Das verloren Barden. Solange wir noch looten können. Was ist das Kleidungsstück? Oh, warte, ich trage Kleidung. Verstehe. Ist noch was ich direkt eliminieren kann? Nein. Wenn ich doch nur lesen würde. Aber lesen ist so uncool. Deswegen werden Videospiele gespielt, um das Lesen zu verhindern. Ground and Pound. Okay, lass mich hier rauf. Cool, hier gibt es wahrscheinlich noch weitere Glückswürfel. Was sagt diese Map noch zu mir? Habe ich eine Karte? Karte. Yep. Da, nee, da wird nicht so viel erkundigt. Was sagt mir das? Alles reisen? Nee. Wir machen die Episode hier vorbei und gehen uns dann darüber launchen. Das klingt gut für mich. Yup, peace out.